Ja, dann, Stefan, im Hintergrund, die Party steigt. Also Stefan, heute wurde wieder rasiert, oder? Du kamst rein und dann wieder wahrscheinlich über 50% Abwehrquote. Ja, ich bin explodiert heute. Aber das hat sich schon die ganze Woche bei mir so angestaut. Also es war schon die ganze Woche heiß. Die Jungs dachten wahrscheinlich im Training, ich hab sie nicht mehr alle. Ja, jede Parade, ich habe mich gefeiert, ich habe so viel Selbstvertrauen getankt, weil ich einfach in der zweiten Liga bleiben wollte. Ja, und jetzt wusste ich genauso, wenn ich reinkomme, dann gebe ich Gas. Von Anfang an, dass wir einfach nur drinnen bleiben. Und die Jungs, die meine Winkel, wir sind auch ganz froh, dass uns endlich ein Stein vom Herzen gefallen ist. Ja, dann sag mal, was bedeutet jetzt dieser Klassenerhalt in der zweiten Handball-Bundesliga für euch? Für mich persönlich alles. Alles, weil meine Jungs auch von der Nationalmannschaft spielen auch alle drin. Ich will mir da keine blöden Sprüche anhören. Ja, das war schon mal ein Argument. Für die Mannschaft, glaube ich, ist das eine Moralgeschichte, die kann man nicht besser schreiben. Wir steigen auf in die zweite Liga letztes Jahr und dann schlagen wir uns gut und halten alles mit und sammeln so viele Punkte, wo wir eigentlich sicher durch werden letztes Jahr. Und kämpfen jedes Mal und kommen die ganze Zeit über den Kampf. Viele Mannschaften sind uns einfach physisch überlegen. Aber wir kommen durch den Kampf und holen die Punkte. Und dann auf einmal wird es dann nochmal richtig knapp zum Schluss in der zweiten Liga. Da geht es ja jetzt noch weiter. Aber ich wollte selbst unbedingt einfach, dass wir nicht zittern müssen bis zum Schluss. Dass wir nicht alles auf den letzten Spieltag legen. Und das war's halt. Jetzt gib uns doch mal einen kurzen Einblick. Was ging in dir vor, die letzten Minuten, wo es absehbar war und dann nach Schlusspfiff? Die letzten Minuten, ja. Ich wusste, es wird schwer. Ich kam rein, da war die Tordifferenz, glaube ich, bei -4, -5, sowas. Da wusste ich, okay, scheiße, es wird schwer. Aber es waren noch 20 Minuten ungefähr. Da kannst du vieles machen. Du kannst ein ganzes Handballspiel drehen. Das wusste ich, von Anfang an. Aber ich wusste genauso, dass die Mannschaft jetzt auf mich hofft, auf mich baut und dass ich hinten alles zumache und wir wieder rankommen. Das ist ähnlich wie in Dessau gewesen, genau dasselbe. Ich wusste, die Jungs, die muss man einfach pushen, nochmal so ein Input geben und direkt ein paar Bälle halten und vorne machen wir die Dinger, dann sind wir voll im Spiel dabei. Ja, und dann kommen wir auch ran. So, das waren die Anfangsminuten. Nach 5 bis 10 Minuten, wo wir auf einmal nur noch mit einem hinten liegen oder das Unentschieden sogar machen. Da wusste ich, die Sache ist gegessen, wir schaffen das. Und ich war persönlich selbst sehr heiß auf dieses Spiel. Und ich wollte jede Parade noch mehr, noch mehr. Ich wollte einfach noch mehr. Dass wir uns schnell absetzen und nicht bis zum Schluss zittern und vielleicht unglücklich verlieren. Und die Jungs vorne waren ein super Ding. Und wir kämpfen uns ran, machen das Unentschieden. Da führen wir mit einem, mit zwei, mit drei. Und dann wusste ich, das lassen wir uns hier nicht mehr nehmen. Wir sind einfach wieder in der zweiten Bundesliga nächstes Jahr. Und dann, wie gut kann ein Stefan Hahnemann feiern? Sehr gut, ja. Wie soll ich das feiern können? Ja. Also ich freue mich besonders gut. Ich glaube, nach dem heutigen Abend werde ich morgen nicht so leicht aufstehen. Das kann ich schon mal garantieren. Wie ich garantieren konnte, dass heute das Haus ein geiles Spiel wird, da wusste ich, dass es knapp wird und wir haben das auch gewonnen. Und es fühlt sich einfach nur erleichtert an. Es fühlt sich so geil an. Einfach nächstes Jahr, vor allem für mich persönlich, weil ich einfach 3/4 der Saison gar nicht mitgekriegt habe. Ja, ich habe mich verletzt kurz vorm Aufstieg. Und dann haben die Jungs das so super, so souverän gemeistert. Und der Rossi kam dann zu uns und hat uns auch nochmal richtig geholfen. Und da wusste ich, da geht noch mehr. Und ich habe mich reingehängt in diese ganze Reha und allem drum und dran. Ich wollte der Mannschaft einfach weiterhelfen. Ja, und unser gemeinsames Ziel war es, nicht nur zu schnuppern, sondern uns zu beweisen. Da kann der Paul, glaube ich, uns recht geben. Sauf, Junge! Also, nach der Bierdusche hier mit den legendären Spielern der HSG Konstanz. Ja, man sieht einfach, dass jedem ein Stein vom Herzen geflogen ist. Jetzt bevor wir richtig Party machen, ein letztes Wort. Es muss heute erwähnt werden. Legendäre Spieler, aber auch legendäre Fans, was hier auf der Tribüne abging. Ach du Scheiße. Also,
Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Wir haben das jetzt zu unserer Heimspielhalle hier gemacht. Wow. Wer war das? Nein. Okay, also, nochmal ganz kurz. Die Fans, die waren ja atemberaubend. Die waren in der ersten Halbzeit hinter uns. Das meine ich mit steif am Herzen allem. Das wird keine einfache Nacht für uns. Also, so ein abgesperrter Sektor in der Gästehalle. Die komplette Tribüne ist frei. Unsere Fans sind alle hinter uns in der ersten Halbzeit. Und unterstützt uns von der ersten Minute an. Ja, sowas habe ich selten erlebt in der Auswärtshalle. Ich glaube, das war das erste Mal sogar, wo ich das erlebt habe. Und dann liegen wir hinten und es ist ein bisschen schwer und die Fans bangen auch und denken, oh bitte nicht, macht's nicht so spannend, Jungs. Und dann bin ich auch heiß gelaufen hinten, hab direkt Papa ran gemacht, wir kommen ran und auf einmal unsere Fans, die konnte man nicht mehr halten. Ich sehe, wie auf einmal der Matthias Riedel trifft, ja, und auf einmal die ganzen Netze wackeln hinten, die Fans gehen ab, alles drum und dran. Ich habe eine Parade, ja. Und dann mache ich so, alle Fans sind mit dabei, klatschen. Atemberaubend. Also Party, danke Stefan. Auf jeden Fall. Also bis zum